Hallo! Hallo! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von der Hof Neumann. Mit, man hat schon gehört, dem Lenny und dem Michael, wunderschön. Hallo! Hallo! ach, Mist! Jetzt bin ich gerade völlig retardiert durch das ganze Hallo. Haben wir noch Dünger am Hof? Wir haben auf jeden Fall jede Menge getrocknetes Getreide auf dem Boden liegen. Warum? Ja, muss man, ich glaube. Warum haben wir ja, bitte? War hier wir Getreide auf dem Boden liegen? Ja, genau. Ja. Der Trigger war voll. Welcher Trigger? Von diesem Abpackapparat. Muss ich erst diesen Big Pack da wegnehmen. Wir haben doch extra einen Profi rangelassen, ne? Wo denn? Wann denn? Ja. Genau. Wo weiß ich auch nicht. Wann wird auch mittlerweile echt schwierig. Sag mal, ich bin doch da drüber. Kannst du jetzt bitte... Ach, da ist Saatgut drin, ne? Kommt hier das Saatgut rein? Wir haben Saatgut ohne Ende hier drin steht. Das Saatgut haben wir für nächste Zeit noch genug, wenn wir mal brauchen. Nee, ich bin hier gerade bei diesem einen Silo vorne bei dem Heu. Und der weißt Apfel. Du, ob der schon mal reingefüllt worden ist. Ja, da ist was drin. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das Saatgut oder ob da Dünger drin ist. Was, ganz kurze Frage, was mache ich denn mit diesem Big Pack getrocknetem Getreide? Einfach da zu den anderen Stellen, oder? Ja, und dann müssen wir die zum Schluss verkaufen. Aber hier hat halt irgendeiner. Mach mal einen Deckel auf. Ja. Ich bin ja noch am überlegen, welcher Deckel es sein muss. Warte, ich komme jetzt nochmal rückwärts daran. Achso, musst du mich auffüllen? Nein, nein. Ich wollte nur gucken. Ich weiß nicht, ob wir da reingepumpt haben. Ja, ich auch nicht. Ach, guck mal hier. Da. Dünger ist drin. Man muss nur sich, man muss sich nur richtig hinstellen. Geil, okay. Auch Saatgut? Brauche ich auch. Steht hier in der Heutrocken, stehen da zwei Big Packs rum. Optimal. On my way, baby. Hier steht auf jeden Fall Saatgut über den grünen Henkel. Ich fahre da einfach mal hin und drück mal R. So. Dankeschön. Bitte. Danny, was gab's denn jetzt eigentlich gestern für ein Eis? Oder hat's den heutigen Tag auch noch erlebt? So ein 24 Stunden Eis? Ja, du bist noch dabei. Respekt. Es gibt Ben & Jerry's Chocolate Fudge Brownie. Ja, jetzt unter uns Pastorentöchtern. So ein ganzes 500 Gramm Ding an einem Abend oder teilt man sich das auf bei dir? Aufteilen? Was ist das? Ja, okay. Also du isst jetzt so einen ganzen 500 Gramm Eimer Eis mal kurz als Nachtisch? 408 Gramm. Ach, 400. Echt? Ich dachte, das ist immer ein halbes Kilo. Entschuldigung, 408 Gramm ist natürlich. Das ist die Diätpackung. Achso, nee. Ich muss gestehen, ich esse ganz, ganz selten oder ganz, ganz wenig von so Ben & Jerry's. Meist ist das meine Frau. Ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist. Aber da gibt es auch mal komplett weg und mal gibt es da, es gibt noch einen zweiten oder sogar einen dritten Tag was von, je nachdem. Amateur. Ja. Du weißt doch, wie die Frauen sind, ne? Wenn dann das schlechte Gewissen einsetzt, dann kann es auch nochmal zur Seite gemacht werden. Ja gut, das habe ich ja Gott sei Dank nicht. Ja. Dir ist ja egal, wie du aussiehst, ne? Richtig. Ach, etwa nicht. Ach, du. Ist dir etwa nicht egal, wie ich aussehe? Na, natürlich nicht, mein Schatz. Natürlich nicht. Ah, Mann. Ich könnte jetzt sowas sagen wie, ja, man kennt dich schon vom Logo, aber trotzdem bin ich einfach sehr gespannt auf Samstag. Oha. Oha. Wo das Problem ist, ne? Die Bilder, die du von mir kennst, da sah ich ja auch noch gut aus. Ich weiß gar nicht, ob ich das wissen will. Was? Wie ich aussehe oder wenn ich gut aussah? Sowohl als auch. Achso, okay. Ah, alles hat Vor- und Nachteile, wa? Meinst du, wie viele Psychiaterstunden das braucht, die Bilder wieder aus dem Kopf zu kriegen, nur sich nur auf die Stimme zu konzentrieren? Ich habe jetzt einen Vorteil, ich kenne Lenny jetzt schon. Das stimmt.
Ja. Wenn er weiß, wie ich aussehe. Also wir erkennen uns am Samstag. Ihr reist auch zusammen an, habe ich gehört, ne? Also. Ja, ich weiß sogar, wo er wohnt. Und wo ich arbeite. Ja, das weiß ich auch. Also wo Lenny arbeitet, weiß ich auch, wo Lenny wohnt. Ich habe Lenny schon mal ein Paket geschickt. Ich müsste nur in unserem Verlauf sehr weit nach oben scrollen. Nein, ich weiß sogar, wie das Haus aussieht und die Werkstatt aussieht. Ja, gut. Das, Der Micha hatte schon die Wohnungsführung. Ach, hör mal. Nur, sein Arbeitszimmer hat er mir nicht gezeigt. Hab ich nicht? Nein. Hab ich nicht. Sieh an. Warum eigentlich nicht? Schlafzimmer, ja. Arbeitszimmer genau, nicht. Schlafzimmer war mal, aber Arbeitszimmer nicht. So manch einer würde jetzt behaupten, das Schlafzimmer ist doch das Arbeitszimmer. Oh Mann, oh Mann. Warum steht der Shikato hier mit drin stehen lassen? Das weiß ich nicht. Weil ich wundere mich, was hier so laut ist, ne, die ganze Zeit. Ja. Der Bausimulator ist die ganze Zeit offen. Oh Mann. Wie mache ich den denn aus? Naja, indem du ihn einfach beendest. Alt F4. Im Zweifelsfall immer Alt F4. Ist das schön leise. Ach, die ganze Zeit, seit wann hat der Kramer denn dieses Motor-Update bekommen? Der schreit und passt überhaupt nicht. Kurz für uns. Feld 8 müsste gespritzt werden. Ach nee, wir haben keine Spritze. Feld 8 müsste vielleicht noch gestriegelt werden. Auf der 23 müssten wir noch was ansehen, nachdem wir da. Auf der 1 auch. Und da muss auch Kalk drauf. Ja, auf die 1 muss auch. Ja, auf die 1 muss Kalk und auf die 7 muss Kalk. Aber der Vorteil ist, auf die 1 muss nur noch Kalk. Auf die 7 muss Kalk und Dünger und auf die 23 muss nur Dünger. Also Gülle. Alter, wir haben noch nicht mal viele Felder, ne? Aber gut zu tun, würde ich sagen. Wo sind eigentlich die ganzen Larrys, wenn man sie braucht? Der Django ist nicht Larry. Django Larry? Django Larry. Django und Larry, wo sind die eigentlich? Haben die Berufsschule oder was? Ja, bestimmt. Der andere hat Käsepause oder so. Käsepause, der hat einen Laktoseintoleranz-Test. So ähnlich, ja. Okay. Na, hoffentlich ist er. Moment. Ist jetzt gut, wenn er negativ ist oder wenn er positiv ist? Der Käsetest? Ja, der Laktoseintoleranz-Test. Müsste negativ sein, ne? Intolerant war der schon immer, aber. es macht aber halb so viel Spaß über ihn herzuziehen, wenn er nicht da ist, ne? Sollten wir uns für nächste Woche dann aufheben. Dann versucht er sich wieder zu verteidigen. Du weißt ja, wer sich verteidigt, ist schuld. Ja, das hast du jetzt gesagt, ne? Ah, okay. Also dann werde ich mal gucken, dass ich Richtung 7 fahre und Richtung 1. Ich habe doch gerade einklappen geklickt. Vielleicht nicht richtig. Ich habe übrigens auf meinem Handy schon die Twitch-Software installiert, das ich einfach das Beisammensein. Hey, du brauchst dafür eine Twitch-Software? Du erreichst doch die Twitch-App? Ja, natürlich. Ja. Und sagen, veräpple mich jetzt nicht. Veräpple mich nicht. Ach. Nee, Apple habe ich nicht, ich habe Samsung. Ja, okay, aber du bist unser Apfelmann. Veräppeln? Naja, also, du bist Mr. Apfelplantage, ne? Ja, da ist aber nichts reif. Naja. Dann kannst du mich wirklich nicht veräppeln, ne? Schwierig. Wird eng. Meinst du, das schön beim Essen, aber du weißt auch, beim Essen spricht man ja eigentlich nicht. Das wird dann echt schwierig, mit den Zuschauern zu interagieren, ne? Hast du dir da schon Gedanken drüber gemacht? Ich kann ja schreiben. Du kannst ja schreiben. Okay, aber das wird jetzt eng. Mit Messer und Gabel in der Hand und dem Handy. Wer von euch ist denn mit Messer und Gabel? Abwischbare Displays, sag ich nur. Okay. Ich habe gerade ein neues Handy bekommen. Ich wollte es noch ein paar Tage länger behalten. Ja, guck mal, wenn das so schön in der Zwiebelsuppe angekommen ist, dann ist auch egal.
Ich weiß gar nicht, ob das, so IP67 zertifiziert ist oder so. Und was hast du denn für eins? Tatsächlich habe ich jetzt einen Apfel mir geholt. Was hattest du vorher? Vorher hatte ich einen Huawei. Und was sagst du? Wie ist so? Alter. Ich hab noch nie so ein Apple-Ding gehabt. Ich hatte das mal vor 6, 7, 8 Jahren. Ich weiß es nicht mehr genau. Sagen wir einfach, mein Apfel und ich, wir sind noch nicht kompatibel mit dem Wörterbuch, ne? Also wenn du irgendwie so manche Sachen hat, das, ne, nach 2 Jahren, vier Jahre hatte ich jetzt meins. Oh, der Kalksteuer ist nicht fett. Kennt ihr einfach so, ne, die Wörter, die man schreibt. Und der Apfel macht dann da irgendeinen Kauderweltstrauß. Schwierig. Weil du dem das diktierst oder weil du... Nee, weil ich... Du meinst einfach nur die Worterkennung. Die Worterkennung passt noch nicht, weißt du? Dann macht der Auto T9 und dann passt es einfach nicht zu dem, was du sagst. Und ich muss einfach gestehen, ich glaube, das hat man aber immer, wenn man das Handy wechselt. Neue Tastatur, neues Glück, so. Weißt du, was ich meine? Ja, ich kenne das mit meiner Tastatur. Also, das habe ich da halt auch noch beim Telefon, aber ansonsten... hoffe ich jetzt einfach, dass es so die nächsten, also der Plan sieht vor, die nächsten 6 Jahre einfach ganz entspannt hält. Also nicht so alle 2 Jahre irgendwie neues Handy, neuer Vertrag, neues Handy oder so, sondern einfach bis es jetzt tatsächlich dann auseinanderfällt. Da bin ich übrigens richtig sauer drüber, ne? Aber ich habe noch keine Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen, obwohl neues Handy und so. Ich benutze ja auch mein Samsung, das ist ja schon uralt. Ne? Ich brauche aber auch eigentlich kein anderes. Ne? Ja. Aber wenn du dich nicht regelmäßig um deinen Handyvertragverlängerung kümmerst, die haben mir jetzt einfach mal irgendwie 10 oder 15 Euro Aufschlag im Monat auf meinen Vertrag gemacht, weil es den nicht mehr gibt. Die mich einfach in irgendeinen anderen gestuft haben. Kostet halt mehr. Aber mal ohne zu fragen einfach. Ja, dafür hast du mehr Datenvolumen bekommen. Nee. Achso, nicht mal. Na Mensch. Ich sag mal so, ich bin in einem Handyvertrag, da ist das Datenvolumen einfach egal. Weißt du? Ah, ja, okay. Ja, krass. Nee, also tatsächlich. Kostet, ja. Was hat es irgendwie? Paar 50 Euro war es sonst immer? Jetzt bin ich irgendwie bei paar 60 Euro oder ja, fast schon, 70. Schon krass, nur was man für so einen Vertrag bezahlt, ne? Dafür, dass man so ein bisschen, klingt jetzt scheiße, aber ein bisschen Internet macht und ein bisschen WhatsApp, ne? Weil. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Telefonieren ich mit meinem Telefon jetzt nicht oft. Doch, ich schon. Ja gut, ich weiß, bei dir gerade sowieso ganz, ganz viel, aber... Nee, auch so. Also ich telefoniere relativ viel eigentlich. Okay. Also, nee, ich bin ja so der Typ, der immer schnell eine Nachricht... Aber bedienen, ne? Kannst du mal ganz kurz hier in den Kramer springen? Ja. Mach mal da, dass der neue Säcke macht. Ja, wie hast du das jetzt gemacht? Das ging bei mir nicht. Einsteigen und dann B drücken. Hatte ich gemacht und er wollte nicht. Okay. Egal, wunderbar, läuft wieder. Ja, alles gut. Ja, tatsächlich, also der Grund, warum ich auch echt nur auf den Apfel gewechselt bin, du hast halt bei diesen ganzen Android-Herstellern irgendwie gefühlt immer das Problem ja, dass du die Security-Fixes irgendwann nicht mehr bekommst. Und das ist mir tatsächlich relativ wichtig gewesen, weil ich echt viel oder fast alles Banking oder sowas über mein Handy mache. Ich gar nicht eigentlich. Ja. Ich telefoniere damit. Ich habe neulich mal wieder SMS geschrieben, ne? Boah, ich schreibe immer mit dem Mike, schreibe ich immer SMS, weil der kein WhatsApp hat. Der einzige, mit dem ich SMS schreibe. Moment, neulich, ja, Sonntag hast du mir eine SMS geschrieben. Nee, Montag. Ja, genau. war das neulich? Ja, aber auch noch mit anderen Leuten. Die okay. Auch sagen, hey, sie haben kein WhatsApp. Ich sage, was? Also ich bin ja schon Steinzeit, aber ihr seid ja absolute Steinzeit. ja, also tatsächlich so Apps wie WhatsApp ist bei mir auch ganz, ganz hoch in der Verwendung. Aber, ging auch früher auch ohne, ne? Muss man einfach mal sagen. Ich habe, als ich die SMS letzte Woche geschrieben habe, habe ich mir gedacht, warum machst du das eigentlich nicht immer? Eine SMS schreiben? Ja, warum schreibst du nicht immer alles über SMS, außer du hast mal eine Datei zu versenden. Das kannst du ja immer noch über WhatsApp machen. Ja, das stimmt. Ja,
Also ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Wie gesagt, Mike und ich schreiben immer per SMS hin und her. Völlig, völlig entspannt. Ist blöd. WhatsApp wie oder SMS ist gleich wie WhatsApp, obwohl SMS ja älter ist. Hat keine Häkchen von wegen gesendet oder sonst was, aber antworten tue ich dir auch, wenn ich es gelesen habe, nur wenn ich Zeit dafür habe. Also ändert jetzt nichts an der Nummer bei mir. Also nicht. Los. Naja, so ist das halt, ne? Ja. Aber habe ich mich auf jeden Fall aktiv daran erinnert, dass ich schon lange keine SMS mehr geschrieben hatte in meinem Leben. Ja, auch heute erst. Der Mike und ich, wir haben heute geschrieben, also ist noch nicht so lange her. Bei dir, ja. Ja, aber auch sehr geil, hat er gefragt, wie es mir denn geht. Und ich habe dann irgendwie so geschrieben, Ich fühle mich alt, dann dir, danke, du. Nee, alles bestens, ne? Solange ich nicht den ganzen Tag hinter meinem Kleinen herlaufen muss, das ist noch ein bisschen anstrengend, ne? Das merke ich echt, wenn ich hinter meinem Kleinen hinterherflitze, irgendwann denke ich so, Alter, jetzt mal kurz Pause. Dann merke ich einfach, dass die Erkältung noch so ein bisschen im Körper ist. Aber irgendwie hat da auch die Autokorrektur irgendwas zerhauen und er nur so, hä, was? So, ja, guck mal hier, nee, das sollte das heißen. Irgendwie nur so, ich glaube, sollte nur das nicht, hat er irgendwie zerhackstück. Hätte man jetzt lesen können, aber Grüße gehen an Mike raus, hat er nicht verstanden. Dachte, wir verstehen uns blind. Marco. Ja, aber nur face-to-face, weißt du? Ach so, ja. Face-to-face haben Mike und ich uns auch schon seit ewig nicht gesehen. Ich hab halt wieder. Ja, endlich muss man fast schon sagen. Warte mal, ich habe 2018 geheiratet. 18 geheiratet. Haben wir uns das letzte Mal gesehen? Im gleichen Jahr geheiratet. Echt? Du hast auch 18 geheiratet? Siehst du mal, jetzt fühle ich mich alt, ne? Nachdem wir aber schon 10 Jahre zusammen waren, ne? Ja, gut, 10 Jahre zusammen hatten wir noch nicht, aber nee, wir haben 2018 geheiratet, ja. War eigentlich, ich weiß nicht, bin ich immer noch ein Hochzeitsmuffel? Also, keine Ahnung. Ich habe das nicht für sinnvoll erachtet. Also, oder wichtig, sagen wir es mal so. Ja, können wir mal außerhalb der Folge drüber sprechen, wie es bei uns dazu kam, aber nicht wegen Steuern, liebe Leute, nicht wegen Steuern. Steuern waren da kein Grund. Jetzt ist es aber kritisch. Nee, es war auch noch nichts unterwegs. Wir haben nicht in der Not geheiratet. Mein Sohn ist erst 2019 geboren. Also, achso, ja, Moment, könnte trotzdem sein, ne? Ende 18. Nee, wir haben im April 18 geheiratet. Ja, also irgendwann muss man einfach mal ruhig sein, weil es wird immer schlimmer. Wenn ja, man besser ist. Gut. mit diesen weisen Worten beenden wir die heutige Folge. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.